hast angefangen. Nein, du hast angefangen. Nein, du hast angefangen. Nein, du hast angefangen. Du hast mir mein Auto gestohlen. Ist doch überhaupt nicht wahr. Stopp, stopp, ihr beiden. Was macht ihr denn da? Oh oh, ihr streitet. Ja, ist es schön, wenn man streitet? Nein. Okay, dann lasst es mal ganz schön wieder bleiben. Ihr setzt euch jetzt hier neben mich und dann hört ihr mal zu, was ich heute für eine Geschichte vorlese für die Kinder. Vielleicht könnt ihr da noch was draus lernen, okay? Okay. Also, einmal setzt du dich daher und schön sitzen bleiben. Und du setzt dich ganz weit weg davon. So, und du bleibst auch schön sitzen. So, liebe Kinder, boah, das fängt ja heute schon mal ganz gut an, oder? Ja, ich habe euch heute das Buch mitgebracht von Leo Lausemaus, verträgt sich wieder. Leo Lausemaus kennt ihr ja sicher alle schon. Und Leo Lausemaus, das Buch ist aus dem Lingen Verlag und wir dürfen das lesen. Und geschrieben hat es Sophia Witt und die Bilder sind von Marco Campanella. Dann legen wir doch gleich mal los, bevor die beiden wieder anfangen zu streiten. Als Leo Lausemaus an diesem Tag aus dem Kindergarten kommt, erzählt er Mama sofort, was er heute vorhat. Max und ich wollen uns treffen, sagt Leo. Gleich nach dem Mittagessen gehe ich zu ihm. Kaum hat Leo seine Gemüsesuppe ausgelöffelt, da springt er auch schon auf, verabschiedet sich von Mama und winkt seiner kleinen Schwester Lilly. Max hat von seinem lustigen Dino erzählt. Den möchte Leo wirklich gerne mal sehen und zusammen mit Max damit spielen. Zeige ich euch erstmal dieses wunderschöne Bild. Die kleine Schwester vom Leo und die Mama. Und da ist Leo und dann zieht er ab zu Max. Als Leo um die Ecke biegt, kann er schon die Haustür von Familie Maulwurf sehen. Leo klingelt und Papa Maulwurf öffnet die Tür. Hallo Leo, was machst du denn hier? Begrüßt er ihn freundlich. Ich besuche Max, antwortet Leo. Wir sind doch verabredet. Papa Maulwurf reibt sich nachdenklich über die Nase. Sagt er. Max ist aber gar nicht hier. Er ist zum Spielplatz gegangen. Komisch, murmelt Leo. Na gut, dann gehe ich wohl auch am besten mal dorthin. Genau, nickt Papa Maulwurf. Ach, und nimm doch noch den Ball mit, Leo. Mal gucken nach Papa Maulwurf und Leo. Leo läuft zum Spielplatz. Auf einmal hört er schon von Weitem jemanden lachen. Die Stimme kommt ihm sehr bekannt vor. Tatsächlich, als Leo näher kommt, entdeckt er seinen besten Freund Didi. Und Didi spielt mit Max. Guckt mal. Der lustige Dino ist auch dabei. Der sitzt nämlich auf Didis Rücken und wackelt mächtig hin und her, weil Max Didis Beine in der Hand hält, während Didi auf den Händen vorwärts läuft. Das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Guck mal, tatsächlich wie Schubkarre spielen. Und da oben sitzt der Dino. Hier kommt die Dino-Schubkarre, ruft Didi lachend. Die Zitterwackelschubkarre, kichert Max. Leo verschränkt die Arme. Er merkt, wie er langsam sauer wird. Er war doch mit Max verabredet. Sie wollten doch mit dem Dino spielen. Und nicht mal sein bester Freund Didi hat ihm etwas vom Treffen auf dem Spielplatz erzählt. Leo geht nun auf Didi und Max zu. Ihr habt wohl richtig viel Spaß zusammen,
sagt er wütend. Ja klar, warum denn nicht? Fragt Didi. Max lässt Didis Beine los und Didi rabbelt sich auf. Weil ich mit Max verabredet war deshalb, schnaubt Leo. Warum hast du nicht auf mich gewartet, Max? Wenn du lieber mit Didi spielst, kannst du das ja gleich sagen. Ich kann spielen, mit wem ich will, antwortet Max bockig. Spinnst du jetzt, Leo? Warum bist du denn so sauer? Fragt Didi. Weil ihr doof seid, alle beide, schreit Leo. Also, ich bin nicht doof, sagt Didi, der nun auch langsam sauer wird. Aber du ja vielleicht. Oh, 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 der ist aber schwer sauer. Und ich bin auch nicht doof, sagt Max. Aber du ganz bestimmt. Da dreht sich Leo einfach um. Mit so blöden Freunden, die überhaupt keine richtigen Freunde sind, will er gar nicht mehr reden. Und spielen können sie auch alleine. Und der Dino ist auch gar nicht so toll, wie Max gesagt hat. Pah, Schubkarre spielen. Ah, da wäre mir was Besseres eingefallen, knurrt Leo. Er rennt so lange vom Spielplatz weg, bis er ganz außer Atem kommt und sogar etwas Seitenstechen bekommt. Leo hat gerade angehalten, um ein bisschen zu verschnaufen, als Fipsi auf einmal um die Ecke biegt. Hallo Leo, ruft Fipsi strahlend. Was machst du hier? Gar nichts, sagt Leo und presst die Lippen zusammen. Was ist denn los? Fragt Fipsi verwundert. So kennt sie Leo gar nicht. Er hat doch meistens gute Laune. Leo schaut Fipsi an und dann erzählt er ihr von dem ganzen blöden Streit. Und auf einmal fühlt sich Leo ein bisschen traurig. Guck mal. Ob Didi jetzt nicht mehr mein bester Freund ist und wir vielleicht nie mehr mit Max spielen, überlegt er. Doch Fipsi schüttelt den Kopf. Max ist doch öfter mal so vergesslich, erinnert sie Leo. Bestimmt war das gar nicht böse gemeint, dass er eure Verabredung vergessen hat. Und Didi wusste doch gar nichts davon, oder? Also der kann nun wirklich nichts dafür. Fipsi stupst Leo an. Vertrag doch einfach wieder. Leo schüttelt den Kopf. Nö, sagt er. Solange die so doof sind, vertrage ich mich nicht. Doch da hat Fipsi eine gute Idee. Ich flitze mal zum Spielplatz und gucke nach, was Didi und Max machen. Vielleicht haben sie ja kapiert, warum du sauer geworden bist. Als sie wiederkommt, ist Leo doch etwas neugierig. Hast du was rausgefunden? Will er wissen. Ich glaube, die sind jetzt ganz schön schlecht gelaunt. Und Didi hat zu Max gesagt, dass Max dich doch zum Spielplatz hätte mitbringen können. Als Leo das hört, fühlt er sich doch gleich ein bisschen besser. Ich glaube, es wäre doch gut, wenn wir uns wieder vertragen, murmelte er. Aber wie? Und da erzählt Fipsi ihm das. Was Max erzählt hat und Didi. Fipsi überlegt. Auf einmal kramt sie in ihrer Jackentasche. Ich habe mein Taschengeld dabei, freut sie sich. Wir können doch ein Eis für ihn besorgen und dann gehen wir damit zum Spielplatz. Didi und Max mögen Eis doch genauso gern wie wir. Diese Idee findet Leo richtig gut.
So kapieren Didi und Max ganz bestimmt, dass Leo sich vertragen will. Sofort gehen Fipsi und Leo los und suchen sich beim Eisverkäufer ihre Lieblingssorten aus. Leo weiß auch genau, welches Eis Didi und Max am liebsten mögen. Didi mag Schokolade und Max mag Vanille. Was mögt ihr denn? Hm? Vielleicht auch Schokolade und Vanille? Oder vielleicht lieber Erdbeer oder Banane oder Zitrone? Oh, bald ist wieder Sommer, dann gibt es wieder Eis. Als Fipsi und Leo, jeder links und rechts ein Eishörnchen in der Hand halten, laufen sie sofort los in Richtung Spielplatz. Beim Abzweig zum Spielplatz stoßen sie beinahe mit Max und Didi zusammen. Leo macht große Augen. Max und Didi halten jeder zwei Eishörnchen in den Händen. Einen Augenblick starren sie sich verwundert an. Didi und Max hatten dieselbe Idee. Ha, sagt Fipsi und fängt an zu lachen. Jetzt können wir jeder zwei Eisportionen essen. Da müssen auch Didi, Max und Leo ein bisschen kichern. Das ist ja lustig, schaut mal, die beiden wollten sich auch wieder vertragen und bringen die Eistüten und die wollten sich vertragen und bringen auch Eistüten. Oh, das gibt ja eine richtige Eisparty. Max nimmt von Leo das Eis entgegen und Leo nimmt sein Eis von Max entgegen. Lecker, sagt Max. Übrigens, ich hatte ganz vergessen, dass wir für heute verabredet waren. Tut mir leid. Leo nickt. Macht ja nichts, sagt er. Und ich finde dich auch gar nicht doof. Ich war bloß sauer. Vertragen wir uns wieder, oder? Klar, sagt Max. Und die beiden geben sich kurz die Hand. Und wir sind doch sowieso die allerbesten Freunde, sagt Didi zu Leo. Leo nickt. Und Fipsi lächelt zufrieden und alle schlecken in der warmen Sonne ihr Eis. Schaut mal, da vertragen sie sich wieder. Das ist schön. Als alle ihr Eis aufgegessen haben, sind ihre Finger klebrig. Wer als erster am kleinen Bach hinter dem Spielplatz ist, ruft Leo und rennt schon los. Die anderen folgen ihm sofort und sie machen ein wildes Wettrennen. Kann der Dino eigentlich auch schwimmen? Fragt Leo. Keine Ahnung, sagt Max. Aber wir können ihm ja ein Floß bauen und wenn er ins Wasser fällt, retten wir ihn. Schon fangen sie an, aus kleinen Zweigen ein Floß für den Dino zu bauen. Sie spielen, bis die Sonne allmählich untergeht. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Wir können uns ja morgen auch wieder treffen, schlägt Leo vor. Oh ja, sagen Didi, Max und Fipsi. Bis morgen. Zu Hause freut sich Leo schon auf sein Käsebrot. Spielen macht hungrig. Nach dem Abendessen putzt er sich die Zähne und kuschelt sich ins Bett. Papa kommt noch zum Gute-Nacht-Sagen und Mama schaut auch noch bei ihm vorbei. Leo erzählt ihr von seinem aufregenden Nachmittag, an dem so viel passiert ist. Wie gut, dass ihr euch wieder vertragen habt, sagt Mama lächelnd. Eine echte Freundschaft ist nämlich das Beste, was es gibt. Leo nickt. Er ist auch richtig froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Und er freut sich schon darauf, am nächsten Tag mit seinen Freunden weiterzuspielen. Und da seht ihr ihn, wie er im Bett liegt und die Mama ihm nochmal über den Kopf streichelt. Dann wollen wir mal noch gucken, was aus unseren beiden Freunden geworden ist, die vorhin so gestritten haben. Ob die sich wohl auch wieder vertragen haben? Na, ich hoffe es doch sehr. Na, kommt mal hoch, ihr beiden. Hallo. Ja, ich glaube, Freundschaft ist das Beste. Und deswegen, ich entschuldige mich.
Okay, wenn du das sagst, du hast recht. Ich entschuldige mich auch. Oh, schön. Na prima, ihr beiden, das hat doch gut geklappt. Ja, liebe Kinder, ihr wisst jetzt auch, wie es geht. Wenn man sich streitet, das ist nicht schön. Hinterher verträgt man sich wieder. Das ist schön. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Macht es gut, vertragt euch mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal, eure Kirsten Socher. Hannes von Rabenhorst. Und Willi Waldmeister. Tschüss, Kinder.